herzlich willkommen zum Global Office Unternehmer Talk. Ihr Gastgeber Global Office berichtet in einer Reihe von Interviews über diverse Themen rund um Unternehmertum und Gründung. Mein Name ist Bianca Trabe und hier begrüße ich Gäste, die uns von ihrer unternehmerischen Praxis berichten. Doch bevor wir ins Interview starten, ein paar Worte zu Global Office. Damit Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zu jeder Zeit erreichbar sind, gehen die kompetenten Telefonengel von Global Office ans Telefon. Zum Beispiel im Saisongeschäft, bei Telefonspitzen oder bei Kampagnen. Mehr als 50 Partnerunternehmen in Deutschland und Österreich sorgen so für zufriedene Kunden. Doch jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und begrüße herzlich Christian Kutzura zu unserem Thema Zeit gewinnen und Freiräume schaffen mit der richtigen Work-Life-Family-Balance. Ein herzliches Hallo nach Köln, Christian. Hallo Bianca. Hallo. Christian, du bist ja prädestiniert für dieses Thema, denn du bist seit 4 Jahren Unternehmer und bekommst die Work-Life-Family-Balance so richtig gut unter einen Hut und alles geregelt. Ja. Ja, da bin ich überzeugt davon und deswegen haben wir dich auch eingeladen, denn zu dem Thema gibt es ja wirklich, ja, eigentlich kann man sagen, 2 Ansichten. Die einen meinen immer, als Unternehmer ist man immer selbst und ständig und hat gar keine Zeit mehr für die Sachen, die einem wichtig sind und für die Familie. Und auf der anderen Seite denken viele, naja, das ist ein Job, da kann man sich in die Hängematte hängen. Wenn man dann auch Mitarbeiter hat, muss man gar nichts mehr machen. Und wir möchten gerne mehr von dir wissen, wie du das machst und wie du das siehst. Was verstehst du unter einer guten Work-Life-Family-Balance? Na, wichtig ist halt, wir wollen ja nicht alle 80 Stunden die Woche arbeiten, wenn wir noch eine Familie im Hintergrund haben. Also ich kenne ganz viele Freunde, die es auch genauso wenig mögen wie ich. Ich war damals im Vertrieb und war immer auf dem höher, schneller, weiter Kurs und bis ich irgendwann gemerkt habe, das kollidiert tatsächlich mit der Familienplanung beziehungsweise auch mit der Erwartungshaltung, sich um seine Kinder kümmern zu können. Und für mich ist ganz wichtig, dass man die Zeiten mit den Kindern verbringt, die sind nun mal tagsüber. Und wenn man halt dadurch in den sauren Apfel beißt und halt abends seine eigene Freizeit dazu opfert, um Sachen nachzuarbeiten, die man am Nachmittag hätte machen können, dann ist das für mich völlig in Ordnung, weil ich habe das Plus, dass ich nachmittags meine Kinder sehe und halt, ja, dann hole ich halt abends nach. Insofern, das kann man als Angestellter seltenst tun, weil man eine Anwesenheitspflicht hat oder einen Chef, der immer meint, man müsste rund um die Uhr arbeiten. Insofern, ich genieße das total. Du genießt noch etwas anderes, nämlich das Biken und das zählt auch bei dir zu dieser Work-Life-Balance dann dazu. Erzähl uns doch mal mehr drüber, was du da genau machst. Ja, tatsächlich, ich bin passionierter Motorradfahrer, also nicht Biker im Sinne von E-Bike oder Fahrradfahren, also ich fahre total gerne Motorrad und da hatte ich schon immer den Konflikt, dass ich das in meiner Freizeit tun musste. Als Angestellter hatte ich einen Firmenwagen und wenn ich zu Kunden fahre, durfte ich halt nur mit dem Firmenwagen fahren und nicht mit dem Motorrad. Und jetzt kann ich das halt genau in meinem Arbeitsalltag einbauen. Und ich genieße es total, wenn die Sonne scheint und ich habe einen Termin in Köln und ich mache die Garage auf, hole das Moped raus und darf dann zum Kunden fahren. Es ist nicht nur hochgradig praktisch im Verkehr in Köln und Parkplatzsituation ist auch so ein Thema, aber diese halbe Stunde auf dem Motorrad zum Kunden, wo man tatsächlich mal nur aufs Fahren konzentriert ist und nicht an offene Rechnungen und Strategie denkt, das ist ein riesen Pluspunkt für mich. Ja, so schafft man sich in seinem Alltag Freiräume für live. Jetzt klingt das ja alles sehr easy, wenn du das erzählst. Gab es denn auch Momente, wo du gesagt hast, ach, da musste ich doch das eine oder andere doch noch lernen, bevor ich das jetzt alles so schön im Balance habe? Ja, tatsächlich ist immer die Erwartung. Also man muss erstmal mit seiner eigenen Erwartung klarkommen und sich selber auch nichts vormachen, dass man halt wahrscheinlich auch mal ein Stündchen mehr arbeitet, als man wirklich müsst oder braucht. Ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich abends um 9:30 nochmal ins Büro und meine Frau sagte, was machst du jetzt? Ich sage, ja, ich gehe ins Büro und ich muss arbeiten. Ja, muss das denn wirklich sein? Und ich sage, ja, das mache ich ja nicht nur für mich. Meine Frau sagte, bist du da sicher? ja, man muss sich noch eingestehen, ich will es ja selber auch schaffen. Mhm. Insofern, man muss sich Grenzen setzen, definitiv, weil sonst fängt man an, alles zu verwischen. Und man muss sich tatsächlich auch seine eigenen Auszeiten wirklich definieren. Wenn man zum Beispiel tagsüber mal eine Stunde Sport macht, dann fest in den Kalender einplanen. Und den, wenn man ihn nicht einhalten kann, auch verschieben und verbindlich mit sich selbst zu bleiben. Apropos Grenzen setzen, das Thema Homeoffice, das ist ja auch ein Bereich, in dem Leben und Arbeiten verschwimmt. Welche Learnings gab es da bei dir? Also zumindest steht man morgens nicht mehr im Stau. Das ist schon mal das Positive an der Stelle. Man kann also die Zeit, die man im Stau steht oder im Verkehr verbringt, gut nutzen, um sich gut von Kunden vorzubereiten.
Ja, es ist halt tatsächlich mit der Familie ein bisschen schwierig. Man ist im Haus und ist eigentlich gar nicht im Haus. Ne? Man ist arbeiten, man ist eigentlich nicht anwesend und trotzdem passieren Dinge, wo man einfach mal ein Gespräch mit der Frau oder den Kindern hat oder die Kinder rufen auf einmal Papa. Das muss man schon versuchen, so schnell wie möglich zu unterbinden, dass man sagt, du, ich bin zwar im Haus, aber eigentlich bin ich auch nicht im Haus. Und da hilft eigentlich nur eins, klare Absprachen und sich dran halten. Natürlich gibt es Ausnahmen. Also wenn irgendeiner schreit in mein Büro rennt und mit Kindern und hat wirklich was, dann hat das auch tatsächlich Vorfahrt für mich. Aber wenn es halt nur Kleinigkeiten sind, dann einfach mal drüber sprechen und sagen, du, ich bin jetzt im Büro, lass uns das bitte so und so machen. Ja. Du hattest noch das Thema Haltung erwähnt in unserem Vorgespräch. Was meinst du genau damit? Na, ich finde immer, wenn man Dinge macht, soll man sie ordentlich machen. Und ob ich jetzt im Büro in der Firma sitze oder zu Hause sitze, ich kleide mich anständig, ich lege Parfum auf, ich freue mich, dass ich in mein Büro gehe. Und wenn ich da anfange zu schlabbern, das sind schon die ersten Punkte, die man tatsächlich dann auch im Ergebnis spürt. Ne? Also wenn ich bei mir schon schlabbere, dann auch auf der Arbeit, dann dieses Laissez-faire, da halte ich überhaupt nichts für. Also insofern, man muss da halt am Ball bleiben. Das ist ein Motivationsthema, ein Haltungsthema. Und ich kann nur empfehlen, tauscht euch mal mit Unternehmerkollegen aus, die schon erfolgreich selbstständig sind, wie die es gelöst haben und was die für Learnings haben. Das bringt immer einen weiter. So ein Austausch, wie wir zwei heute haben. Ja. Apropos Austausch, gibt es dann so ein paar Tipps, die du unseren Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauerinnen auch mit auf den Weg geben kannst, wenn jemand aktuell in der Situation ist und sagt, ich möchte gerne mein eigenes Unternehmen gründen, weiß aber noch nicht, ich möchte eben nicht, wie gesagt, in diesem Hamsterrad, sein und ständig, arbeiten, also selbst und ständig. Was kannst du da uns mit auf den Weg geben? Also ich selber hätte eine komplett eigene Selbstständigkeit nicht während meiner Vertriebstätigkeit aufbauen können. Wenn ich überlege, ich hätte einen Standort machen müssen, eine Marke, rechtliches, Vertragsdinge. Das hätte ich tatsächlich als Energieleistung nicht geschafft. Deswegen fand ich das Thema Franchise hochgradig spannend, weil dort ein bestehendes System ist, was zu mir passt und was ich auf mich adaptieren kann. Also da hat sich jemand schon Gedanken über Marke und Strategie gemacht und dann kann ich das mit Rückenwind nutzen. Allerdings sollte man immer dazu gucken, dass man seinen Lebenspartner oder wenn es auch schon größere Kinder sind, dass man sie mit einbindet zu diesem Schritt. Weil wenn ich dann auf der einen Seite eine neue Herausforderung habe, was Arbeit betrifft, und ich habe gleichzeitig eine riesen Herausforderung, dass es Trouble mit der Familie gibt, das halte ich für nicht klug, sich mit zwei Sachen gleichzeitig im Leben anzulegen im Positiven. Und da sollte man auch über Erwartungshaltungen sprechen. Und ich war sehr froh, dass meine Frau damals gesagt hat, wir machen das. Okay, sehr schön. Apropos, wir machen das. Wir hatten auch noch das Thema Zeit gegen Geld tauschen. Also du hast da auch bestimmte Empfehlungen an das Geschäftsmodell, wenn man sich unternehmerisch betätigen möchte. Was sind da deine Tipps? Das große Problem ist, wenn ich eine Stunde, die ich selber arbeite, mit einer Stunde Umsatz verrechne, dann bin ich immer in der Zwickmühle, mich zwischen Familie und Arbeit zu entscheiden und bin limitiert. Insofern sollte man sich schnell Gedanken machen, wie man sein eigenes Geschäft von sich selbst loslöst, indem man zum Beispiel Online-Kurse verkauft oder ein Tutorial dreht, dass man halt einfach versucht, ein Grundrauschen hinzukriegen, was einen aus der Situation rausholt. Natürlich kann man Beratungsmandate natürlich gerne gegennehmen oder Tagessätze. Aber man steht immer im Konflikt, insofern Grundrauschen und davon eine Passivität herstellen, kann ich nur empfehlen. Apropos empfehlen, wir würden gerne unseren Zuschauern auch anbieten und Zuschauern, dich zu kontaktieren und blenden dafür auch die Kontaktdaten ein, beziehungsweise verlinken auch und auch zur Zentrale. Christian, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für deine wertvolle Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Schaffen. Vielen Dank, Bianca. Du hast mich großartig interviewt. Es waren spannende Fragen dabei. Ich habe mich gefreut. Sehr gerne. Haben Sie schon gewusst? Global Office ist auf Expansionskurs und bietet engagierten Gipfelstürmerinnen und Gipfelstürmern die Chance, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Denn Global Office gehört zu den Premium-Anbietern von Erreichbarkeitslösungen für Unternehmen aller Größen und Branchen sowie öffentliche Auftraggeber. Wir gehen für unsere Kunden ans Telefon. Bei Telefonspitzen, Kampagnen oder im Saisongeschäft. Das macht zufriedene Kunden und der Umsatz steigt. Steigen Sie mit ein. Wir laden Sie ein, mit Ihrer Erfahrung und Ihrer Vertriebspower ins nächsthöhere Karrierelevel aufzusteigen. Als selbstständiger Franchise-Partner genießen Sie Vorteile und Chancen, die Ihnen ein Angestelltenverhältnis selten in der Form bietet. Arbeiten Sie frei und unabhängig. Arbeiten Sie flexibel, wo und wann Sie wollen. Genießen Sie Ihren eigenen Erfolg, inhaltlich und finanziell.
schaffen und bewahren Sie Ihre eigenen Werte in Form Ihres Unternehmens. Arbeiten Sie in einem abwechslungsreichen Geschäftsfeld und suchen Sie sich Ihre Herausforderungen selbst aus. Entscheiden Sie selbst über Ihre Freizeit und schaffen Sie sich so Ihr eigener Work-Life-Family-Balance. Das sind nur einige der vielen Vorteile als Global Office Franchise Partner. Sie haben Lust, mehr zu erfahren? Wir freuen uns auf ein Telefonat mit Ihnen. Let's go!